Ja, herzlich willkommen zu 3 plus 1. Unser Thema heute ist spannend und wichtiger denn je. Es geht darum, wie sich Messen auf dem internationalen Markt bewegen in dieser internationalen globalisierten Welt. Also das heißt, wie Brücken gebaut werden zwischen Menschen und Märkten. Bei uns der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer. Sie kennen Ihr Haus schon länger. Sie sind seit 2013 dort als Staatssekretär. Bei uns Herr Dr. Fleck, einer der beiden Geschäftsführer der Nürnberg-Messe. Und wenn ich richtig informiert bin, gerade zurückgekommen mit internationalem Zuwachs aus der Region Indien. So ist das, so ist das. Und bei uns Dr. Fritz Audebert, ja, eigentlich Weltmarktführer mit seinem Unternehmen in der interkulturellen Kommunikation und in der Global Mobility, kann man sagen, mit dem Unternehmen ICUNET. Sie kommen aus Passau und sind international aufgestellt und helfen im Grunde Unternehmen auf ihrem Weg in die Auslandsmärkte und umgekehrt aus den Auslandsmärkten wieder zurück, je nachdem, wie es sich gerade fügt. Was heißt es eigentlich, Herr Minister, Internationalisierung für Sie als Minister? Sie sind Wirtschaftsminister für Bayern. Wie viel Internationalität und wie viel bayerische Tätigkeit ist denn bei Ihnen angesiedelt in Ihrem Haus? Nun, für einen bayerischen Wirtschaftsminister ist es ganz wichtig, international gut aufgestellt zu sein. Um es an Zahlen einfach deutlich zu machen, wir sind seit vielen Jahren eigentlich der Spitzenreiter, was den Export angeht. Ja. Und wenn es den Bayern etwas besser geht als vielen anderen Bundesländern, dann liegt das daran, dass wir viele Unternehmen haben, die rechtzeitig den Weg in ausländische Märkte gesucht haben. 190 Milliarden Euro ist der Beitrag des bayerischen Exports an der Bruttowertschöpfung des Freistaates Bayern. Wir haben enorme Steigerungsraten. Und ohne diese Exporterfolge wäre die Vollbeschäftigung in vielen Bereichen nicht möglich. Was für uns ganz wichtig ist, beim Export sollten wir nicht immer nur auf die großen Global Player schauen. Nein, die eigentliche Stärke in der bayerischen Volkswirtschaft, das sind die sogenannten Hidden Champions. Es gibt in keinem Bundesland mehr als in Bayern dieser versteckten Hidden Champions. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, da streiten wir uns gelegentlich zwischen Platz 1 und Platz 2. Herr Dr. Audebert, was ist für Sie die Internationalisierung? Ihr Unternehmen würde es ja ohne Internationalisierung gar nicht geben. Sie wären arbeitslos ohne diese Entwicklung. Ja, also es gibt natürlich Kulturen mittlerweile auch zwischen Franken und Altbayern und zwischen Schwaben und Allgäu und was weiß ich. Aber am Ende des Tages geht es immer um die nationalen Grenzen überschreiten, um das, was man in anderen Märkten erreichen kann, wo andere Märkte liegen. Und das hat sich natürlich massiv verändert in den letzten Jahren. Alleine, dass der Ostblock und Westblock aufgelöst worden ist, dass wir plötzlich einen viel, viel größeren Markt haben für unsere Unternehmen und dass wir diese Märkte auch vielleicht erreichen. Herr Dr. Fleck, Messe und Internationalisierung. Bei Messe denkt man an einen Standort zunächst mal. Ja, etwa an einen Standort Nürnberg, einen Standort München, einen Standort Leipzig. Aber man denkt zunächst mal national. Und jetzt ist Messe plötzlich zu einer internationalen Marke geworden. Wie zeigt sich das in Ihrem Tun, in Ihrer Arbeit? Naja, wir haben natürlich als Messegesellschaften einen mehrfachen Auftrag. Der erste Auftrag ist natürlich zunächst einmal am Heimatstandort erfolgreiche Messen zu veranstalten, Vertriebsplattformen zu bauen für die Industrie, für den Mittelstand vor allem. Das zweite ist aber natürlich auch genau als Wirtschaftsminister hat das vorhin gesagt, als exportstarker Standort Bayern und Deutschland für unsere Unternehmen solche Vertriebsplattformen eben auch im Ausland zu bauen. Und seit wann ist diese Entwicklung eingetreten? Dass wir das tun. Also das machen die großen Messegesellschaften schon mehrere Jahrzehnte. Bei uns in Nürnberg erst so seit 10, 12 Jahren. Warum? Weil wir erst seit 40 Jahren existieren. Und jetzt mussten wir erst mal 4 Jahrzehnte lang hier am Standort Nürnberg Stärke entwickeln, um dann von hier aus in andere Märkte hineinzugehen. Und das tun wir aber zwischenzeitlich sehr erfolgreich. Wir zeigen jetzt mal in einer kurzen Übersicht, wo die Nürnberg-Messe international unterwegs ist und vor allem auch wie. Ob lokal oder international. Die Nürnberg-Messe ist Gastgeber für die ganze Welt und in der ganzen Welt zu Hause. Als eine der 15 weltweit größten Messegesellschaften richtet die Nürnberg-Messe nicht nur am Heimatstandort Erfolgsmessen wie die Biofach oder IZA aus, sondern auch weltweit.
Vor über 10 Jahren exportierte man die Marke Nürnberg Messe nach China und in die USA. Bald darauf kamen Italien und Brasilien hinzu. Und seit 5 Jahren ist man auf einem der wirtschaftlich attraktivsten Zukunftsmärkte unterwegs. Auch in Indien überzeugt die Nürnberg Messe mit ihrem Leistungsspektrum. Ob Holzverarbeitung oder Getränkeindustrie, Bio-Lebensmittel, Fensterbau oder IT-Sicherheit. Bewährtes Branchen- und Messe-Know-how, um Brücken zwischen Menschen und Unternehmen zu schlagen. Das Portfolio der Nürnberg Messe Group umfasst weltweit rund 120 Fachmessen und Kongresse. Jedes Jahr kommen über 30.000 Aussteller und bis zu 1,4 Millionen Besucher zu den Veranstaltungen. Der Anteil internationaler Aussteller und Fachbesucher liegt bei 41 bzw. 24%. Allein in Indien hat man seit dem Start 2013 die Zahl der Aussteller verfünffacht. Jede Menge Chancen also für bayerische Unternehmen, die 2017 Waren und Dienstleistungen im Wert von 192 Milliarden Euro exportiert haben, davon rund ein Fünftel nach Asien. Im Zeitalter der Globalisierung untermauert die Nürnberg Messe damit ihre Rolle als Begleiter der Wirtschaft und Gastgeber für Aussteller und Kunden weltweit. Herr Dr. Fleck, nach welchen Kriterien wählen Sie eigentlich Ihren Weg ins Ausland aus? Unser Ausgangspunkt sind die starken Messen, ist das starke Messeportfolio hier in Nürnberg, also zu Hause. Und dann reden wir natürlich mit unseren Kunden, die wir auf unseren Fachmessen hier bereits haben, und schauen, wo liegen Zukunftsmärkte für diese. Und da haben wir uns vor Jahren dann natürlich auch den Globus angesehen, wie wir beschlossen haben, wir gehen auch nach draußen und internationalisieren. Und da war relativ schnell klar, dass natürlich Zielländer wie China, wie Brasilien, wie Indien hier absolut im Fokus stehen. Und deswegen sind wir dann auch mit einer gewissen Priorität in diese Märkte hineingegangen. Beispiel sozusagen die erste Gründung war ja jetzt 11 Jahre her, China in Shanghai. Da war tatsächlich auch damals schon klar, China ist ein stark wachsender Markt, starke Prosperität. Man sieht das ja über die Jahrzehnte hinweg, wenn Sie mal gucken, Welthandelsanteil, Weltexportanteil China in den 50er Jahren 1%, ja, zwischenzeitlich hochgefahren, 13-15% über die Jahrzehnte hinweg. Das heißt für uns dann natürlich auch ein Markt, wo wir sagen, als international agierende Messegesellschaft mit international präsenten Kunden, da müssen wir das Angebot auch dort schaffen. Und deswegen gibt es heute eine Biofach-Weltleitmesse in Nürnberg, aber eben auch eine Biofach in Shanghai. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Deswegen gibt es heute zu unterschiedlichsten Themen Messen in Nürnberg, wo wir jeweils dann in China, in Indien, in Brasilien unseren Kunden dann auch die Vertriebsplattform dort bieten. Herr Pschirer, Sie sind der Wirtschaftsminister. Sie können, wenn es gut geht, gute Rahmenbedingungen schaffen. Zunächst mal am Standort hier, aber natürlich auch durch internationale Arbeit. Wie ist das eigentlich in der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Unternehmen und Ihnen? Was erwarten eigentlich Unternehmer, wenn sie mit Ihnen auf Reisen gehen oder wenn sie bei Ihnen im Büro sitzen? Was wollen die? Was brauchen die? Nur zunächst gibt es einen großen Vorteil im Freistaat Bayern seit vielen Jahrzehnten. Es gibt kein Kontaktverbot zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Das heißt, es gibt eine enge Abstimmung in allen Politikbereichen. Das gilt auch für die Außenwirtschaft. Und da bin ich ganz stolz darauf, dass wir zwei Messegesellschaften im Freistaat Bayern haben, nämlich die Münchner Kollegen, aber insbesondere hier auch die Nürnberger Kollegen, die erfolgreiche Messearbeit im Ausland machen. Der Messekuchen im Inland ist weitestgehend verteilt. Das macht keinen Sinn, mit teuren Marketingzuschüssen den Leipzigern, den Kölnern, den Frankfurtern was abzuwerben. Man muss ein eigenes Messeprofil entwickeln und deshalb machen wir ganz bewusst auch Werbung für diesen Messestandort Freistaat Bayern. Das gilt fürs Inland. Was das Ausland angeht, haben wir einen sogenannten Instrumentenkasten, so will ich den mal bezeichnen. Das sind unsere Delegationsreisen, häufig mit politischer Begleitung, die Unternehmerreisen, unser Messebeteiligungsprogramm. Und wir haben, was viele gar nicht wissen, ein dicht geflochtenes Repräsentanznetzwerk. Wir haben 25 Niederlassungen allein des Bayerischen Wirtschaftsministeriums in allen Bereichen. Wir werden in diesem Jahr im Juli
in China, im Westen von China, die dritte Repräsentanz des Freistaates Bahn eröffnen. Und wir verstehen. Was tun die? Wie werden die genutzt? Von wem? Die werden genutzt von bayerischen Unternehmern, die sich in diesen Märkten engagieren wollen. Und als Brückenköpfe. Als Brückenkopf. Oder ich sage nochmal ganz deutlich, wir verstehen uns hier als der Türöffner. Ja. Die Geschäfte müssen unsere Unternehmer machen. Mhm. Aber wenn es darum geht, im administrativen Bereich, im Verwaltungsbereich, im Genehmigungsbereich, zu helfen. Oder wenn es darum geht, einen Markt erstmal zu erkunden. Für einen Mittelständler ist es viel Geld, wenn er sich allein auf einer Messe bewegen soll im Ausland. Mhm. Für ihn ist der Bayerische Gemeinschaftsstand eine preiswerte, schnelle Möglichkeit, sich in einem neuen Markt zu informieren. Mhm. Herr Audebert, wie sehen Sie das als Unternehmer? Brauchen Sie diese politische Unterstützung oder sagen Sie, es ist mir eigentlich egal, ich habe mein Netzwerk aufgebaut und komme auch da vorwiegend alleine über die Runden und zurecht? Jetzt erstmal ist die Frage, die gehen wir auf die Messe nochmal rein und auf die Politik rein. Warum gibt es überhaupt so unendlich viele hocherfolgreiche Leitmessen in Deutschland und warum befinden sich die nicht in den USA oder in China und warum exportieren wir die? Weil es interkulturell gesehen ist, ein total deutsches Produkt. Die Messe findet an bestimmten Tagen statt, da muss alles passen. Da muss der Nahverkehr richtig sein, da muss die Gastronomie funktionieren, da müssen Hotels funktionieren, da muss der Aufbau funktionieren. Also ein typisch deutsches Produkt, was all die deutschen Werte widerspiegelt. Also deswegen finden die Mehrzahl aller weltgrößten Messen in Deutschland statt. Das Zweite ist natürlich, wir brauchen die Politik deswegen, und das ist schon bayern-spezifisch besonders, weil wir am Ende des Tages in anderen Ländern beziehungsorientierte Länder haben, die deutlich anders sind wie wir in Deutschland. Das heißt also, ich kann in China nur Geschäfte machen, wenn ich am Ende des Tages, hart gesagt, ein Bild auf meiner Website habe, wo ich mit dem bayerischen Wirtschaftsminister drauf bin. Das weiß ich, das bringt mir am Ende des Tages, so platt es ist, 20% mehr Umsatz in China. Aha, wenn ich es dann noch schaffe, dass neben Herrn Schirer noch Frau Merkel sitzt, dann kriege ich vielleicht nochmal 10% mehr. Aber ich wollte euch sagen, das ist in China so, das ist in Brasilien so, das ist in den USA so. Wir haben eine ganz andere Verzahnung zwischen Wirtschaft und Politik. Und das ist das, was entscheidend ist. Sortieren wir das auseinander und sagen, Politik darf sich nicht in Wirtschaft einmischen, Wirtschaft darf sich nicht auf die Politik stützen. Mhm. Das funktioniert in Deutschland. Funktioniert aber in 90% der Welt nicht. Das ist ja interessant, Herr Dr. Fleck, was der Herr Audebert sagt. Ein typisch deutsches Produkt mit typisch deutschen Qualitäten. Es muss alles passen. Eine Messe muss passend sein, muss gut gemacht sein, muss qualitativ hochwertig sein. Ich stelle mir vor, dass es nicht ganz einfach ist, ein solches Produkt dann zu übertragen in Auslandsmärkte, wo eben diese Tugenden in Anführungszeichen oder diese Voraussetzungen nicht so entwickelt sind wie hierzulande. Wie macht man das dann? Also selbstverständlich ist es tatsächlich so, dass dieses Format einer Messe ja über Jahrhunderte Tradition in Deutschland hat. Hat Herr Audebert ganz recht, wir sind Weltmarktführer bei dem Thema und ganz entscheidend ist, wir wollen das auch bleiben. Wir haben uns jetzt in Indien beispielsweise deutlich verstärkt. Wir haben in Nürnberg eine traditionsreiche, starke Messe, die Holzhandwerkmesse für Holzbearbeitungsmaschinen. Haben jetzt drei Veranstaltungen in Indien dazugekauft, die Nürnbergmesse India. Und veranstalten jetzt die größten Holzbearbeitungsmessen Indiens, jeweils in Neu-Delhi, in Bangalore, in Mumbai. Und da gibt es natürlich genau diese Herausforderung. Sozusagen, da sind die deutschen Tugenden in Anführungsstrichen schon auch gefragt. Und wie machen Sie das? Wie bringen Sie die auf den Standard, den wir hier gewohnt sind? Das schafft man natürlich nicht ganz. Sie müssen sich natürlich schon einlassen auf landestypische Gegebenheiten. Wie ich das erste Mal bei einer Biofach in Indien war, habe ich gedacht, gut, das ist jetzt irgendwie eine Lagerhalle oder so. Wo ist denn das Messegelände? Nein, aber es war wunderbar. Sozusagen, wenn man 5 Minuten vor Beginn der Messe dann auch feststellt, es sind immer noch alle Handwerker da und werkeln, dann wird man zunächst einmal etwas nervös. Aber man merkt dann, in den ersten 1-2 Stunden wird dann doch alles gut und alles ist wunderbar und die Messe läuft. Nein, und insofern sind die Formate, die wir dort ansetzen, schon so, dass wir unsere Organisationsqualität da hineinbringen, aber natürlich es verknüpfen müssen mit den landestypischen Gegebenheiten. Und deswegen ist für uns auch ganz wichtig die Philosophie, dass bei unseren Tochtergesellschaften beispielsweise wir ausschließlich Kolleginnen und Kollegen beschäftigen aus diesen Ländern, sodass wir diese unmittelbare Verknüpfung zwischen der Themen- und der Organisationskompetenz aus dem Unternehmen heraus, aber eben auch den landestypischen Gegebenheiten hier optimal umsetzen. Mhm.
Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, also im inländischen Messemarkt ist eigentlich, sind die Anteile eigentlich verteilt. Also die Konkurrenz geschieht auf den Auslandsmärkten. Das heißt, Messen wachsen konkurrierend auf Auslandsmärkten. Kann man das so formulieren? Das kann man so sagen. Formulieren. Und auch unsere bayerischen Messegesellschaften sind natürlich im Auslandsgeschäft im Wettbewerb. Ja. Wenn ich mal ins Vereinigte Königreich schaue, dort gibt es natürlich hochqualifizierte Messeanbieter. Das heißt, auch dieser Kuchen im ausländischen Markt ist hart umkämpft. Natürlich gibt es im Inland immer wieder Möglichkeiten. Ich nehme jetzt mal zwei Themen. Das ist der Bereich Digitalisierung, wo es sicherlich neue Messeformate auch künftig geben wird. Ich nehme ein zweites Thema, wo ich dankbar bin, dass gerade auch die Nürnberg-Messe sich hier engagiert. Alles, was mit dem Thema IT-Security, Cyber-Security zu tun hat, das werden Themen der Zukunft sein, die können wir im Inland sicherlich auch noch zusätzlich generieren. Aber wichtig ist, dass unsere Messen der bayerischen Wirtschaft auch das Schaufenster bieten, im Ausland auf ausländischen Märkten. Das braucht insbesondere der bayerische Mittelstand. Dr. Audebert, also wie ist denn das eigentlich? Wie hat man sich das vorzustellen? Wann greifen Sie denn als Unternehmen sozusagen den Unternehmen, die ins Ausland gehen, unter die Arme, wenn die dorthin gehen, wenn sie den Plan haben, dorthin zu gehen im Vorfeld, wenn sie dort sind, dann ist es vielleicht unter Umständen schon in manchen Fällen zu spät. Wie passiert das, was Sie tun? Also ich glaube, ich möchte es an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich war vor 2 Wochen in Istanbul und dann fragten mich 2 türkische Unternehmer, wie kann ich denn mit meinen Produkten nach Deutschland kommen? So, das erste Mal gehen Sie auf eine Messe. Warum? Weil da haben Sie noch das geringste Risiko und können sich wunderbar den Markt anschauen. Ja. So, dann ist eigentlich die Frage, die auch, aber sofort kam die Frage, aber wie mache ich es denn dann, wenn ich nach Deutschland auf die Messe komme? Da kommt schon das Interkulturelle ganz klar. Warum? Weil wenn ich hier bin, wir haben es ja gemerkt, wie viele Fachbesucher auch aus dem In- wie aus dem Ausland kommen, muss ich mir nicht genau überlegen, so wie ich mich in der Türkei präsentiere, heißt es noch lange nicht, dass ich mich auf einer Messe in Deutschland präsentiere, weil ich muss mir überlegen, oh, da kommt der Messebesucher aus China, da kommt der Messebesucher aus Deutschland, was hat der für Erwartungshaltungen, mit welchen Produkten komme ich an. Dann geht es weiter, das Unternehmen hat entschlossen, ja, passt wunderbar, ich kann in Deutschland ankommen. Dann geht es darum, wo gehe ich in Deutschland hin? Ja, und dann ist es natürlich wichtig, wenn ich jetzt aus einem Land wie der Türkei komme, da gibt es 2 große Städte, Ankara und Istanbul. Noch extremer ist es in Frankreich, da gibt es Paris, aber in Deutschland ist es halt völlig anders. Ich muss wissen, dass die Hidden Champions in der Regel nicht in den Großstädten sitzen, Herr Minister, Sie haben es gerade gesagt, sondern sie sind auf dem Land. Ich muss sie erstmal finden, ich muss die Kooperationen finden, ich muss wissen, wie mache ich Geschäfte in Deutschland. Was ich in der Türkei bei Ayran und bei Chai mache, mache ich halt in Deutschland in einem relativ hygienisch sauberen Meetingraum. Und da ist eingeteilt, Pünktlichkeit ist wichtig. Ich habe in der Regel maximal 90 Minuten Zeit, um mein Produkt zu verkaufen. Und da geht das Tee trinken schon gar nicht mehr richtig, weil wenn ich da eine Stunde Tee trinke, bleibt mir für meine Produktpräsentation nichts mehr. Darf ich mal ketzerisch fragen, ist sozusagen interkulturelle Kompetenz eigentlich wirklich wichtiger als eine starke Persönlichkeit in einem Unternehmen? Schlägt starke Persönlichkeit nicht interkulturelle Kompetenz? Denn starke Persönlichkeit wird sich interkulturell stets behaupten. Na, wir haben ja gerade so eine ganz starke Persönlichkeit in den USA. Und da würde ich sagen, also interkulturell ist hier und die starke Persönlichkeit ist hier. Also da geht es gleich ganz weit auseinander. Es gibt bestimmt, wenn es zusammenkommt. Ja. Richtig, wenn es zusammenkommt. Und das würde ich sagen, ist in der Politik im Moment auch selten, dass es Leute gibt, bei denen es zusammenkommt, in der großen Politik. Das Entscheidende ist, dass ich weiß, was für eine Gedankenhaltung hat der andere. Wenn ich also dessen Erwartungshaltung, dessen Wünsche, dessen Träume auch auf die Reihe bekomme, das ist gut. Und wir gehen halt auf die deutsche Schule, wir studieren in Deutschland, wir fangen in Deutschland an zu arbeiten, haben wir unser eigenes Bild. Und der Türke hat halt ein anderes Bild und der Chinese hat ein anderes Bild. Und deswegen ist es wichtig, hinter die Kulissen zu schauen. Und Messen sind da, naja, hervorragend, weil da kann ich hinter die Kulissen schauen, ohne dass ich am Ende des Tages mich nackt ausziehen muss. Ja? Weil ich zuerst mal da die Möglichkeit habe, zu sehen, wie machen es die anderen. Ich kann mir viel abschauen und der Aufwand dafür ist gering. Ja, ein paar Tage, alles perfekt hergerichtet. Also schauen wir mal, vielleicht schauen ja auch eine Reihe von Unternehmern zu. Denn ich habe manchmal den Eindruck, das ist dort noch gar nicht so bekannt, was es hier auch an Kompetenz bei uns gibt. Nicht zuletzt auch in Ihrer Firma. Jetzt schauen wir uns mal den zweiten Einspieler an. Wir haben im ersten Jahr schon gehört von 5 Jahren Indien. Und da wurde jetzt Geburtstag gefeiert.
Ferne Länder, andere Kulturen. Nicht immer ist der Einstieg ins internationale Geschäft einfach. Doch die Tochtergesellschaft der Nürnberg Messe in Indien ist bereits nach wenigen Jahren fest etabliert und weiter auf Wachstumskurs. Zum fünfjährigen Bestehen wurden 2018 drei neue Holzmessen in Mumbai, Delhi und Bangalore zum Portfolio hinzugefügt. Ein strategischer Schritt, von dem natürlich auch deutsche Unternehmen profitieren. Das Messegeschäft ist oftmals der Eintritt in den Markt, in den Handel. Und normalerweise folgt dem Handel die Investition. Und wenn man weiß, dass überhaupt der Maschinenbau einen Exportanteil von ungefähr 70% hat, dann kann man sich vorstellen, wie wichtig so ein Markt ist. Insofern sind wir froh, dass die Nürnberg Messe diese Messe in Indien übernommen hat, weil wir wissen, wie zuverlässig Nürnberg Messe agiert, dass wir da einen sehr verlässlichen, wichtigen, guten, starken Partner haben. Deutschland ist Indiens wichtigster Handelspartner in der EU. Eine Beziehung, die von der Politik unterstützt wird. A lot of potential is there still to grow, and as our Prime Minister has said that considering the huge synergy between Germany and India, these two countries are made for each other. Seit 2013 ist die Nürnberg Messe India von 3 auf jetzt 15 Veranstaltungen gewachsen. Die Besucherzahlen haben sich zuletzt auf rund 68.000 mehr als vervierfacht. Neben der Holzverarbeitung zählen zum Beispiel Oberflächenveredelung oder IT-Sicherheit zu den wichtigen Branchen-Events. The speciality of the Nürnberg Messe Trade Fair Portfolio is that we have a fantastic range of niche events. When it comes to special events and made for special industries, then Nürnberg Messe is the right venue. Und Mumbai war der richtige Ort, um die ersten 5 Jahre Nürnberg Messe in Indien zu feiern. Herr Pschirer, das war der riesige Markt Indien. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir noch kurz tun sollten, das ist dieser riesige Markt China, der uns ja beschäftigt in vielfältiger Weise. Seidenstraße und etwas, was uns entweder herausfordert oder beunruhigt, je nach Temperament des Einzelnen, ist natürlich der Umstand, dass die sagen in Peking, die Führung, wir werden jetzt eine Qualitäts- und Innovationsoffensive starten. Und da könnte man ja der Meinung sein, dass das bisher ein Alleinstellungsmerkmal auch sozusagen von uns war, von deutscher Innovationskraft. Die wäre dann ja im Grunde irgendwann ad acta zu legen. Denn die meinen das ernst. Was China angeht, gibt es tatsächlich Licht und Schatten. Es gibt viele Beispiele Unternehmen, die seit Jahrzehnten erfolgreich in China unterwegs sind. Und es gibt in den letzten Jahren einen verstärkten Anstieg, was das Thema angeht, Erwerb chinesischer Unternehmen, Anteile von bayerischen Unternehmen. Bestes Beispiel, die kennen wir alle, ob das KUKA ist, erworben von Midea, einem Hausgerätehersteller. Wenn wir die Absicht kennen, vor kurzem 50 Hertz, ein Energieunternehmen in Baden-Württemberg, wo es das Interesse eines chinesischen Unternehmens gab. Das heißt, wir kämpfen im Moment schon mit einer großen chinesischen Herausforderung, weil China strategisch natürlich das ganze Thema angeht und sich technologische Souveränitäten zukauft. Ein konkretes Beispiel, alles was mit Robotik zu tun hat. Alles was in den Bereich Industrie 4.0 reingeht. Und insofern ist ein Punkt für uns ganz zentral. Chinesische Unternehmen können sehr schnell bei uns einkaufen, ohne große Hemmnisse. Wenn ein bayerisches Unternehmen sich in China engagieren will, geht es häufig nur in der Form des Joint Ventures oder mit einem chinesischen Partner. Wir wollen weiter chinesische Investitionen bei uns, aber wir hätten gern dieselben Chancen auch für die bayerischen Unternehmen. Wir versuchen es auf diplomatischem Wege. Wichtig wäre allerdings, dass hier auch die Europäische Union eine gemeinsame Sprache findet. Ich glaube, es macht wenig Sinn, eine eigene deutsche-chinesische Strategie zu entwickeln, sondern hier müsste die Europäische Union gemeinsam agieren. Wir wollen von dieser neuen Seidenstraße schon partizipieren. Wir möchten nicht, dass chinesische Unternehmen mit chinesischem Geld, mit chinesischer Infrastruktur, chinesischen Unternehmen und chinesischen Mitarbeitern dann diese Seidenstraße realisieren, sondern wir möchten daran teilhaben. Herr Dr. Audebert, ganz kurz, was sind Ihre Erfahrungen in China? Also erstmal ist sehr spannend, dass die Chinesen begeistert sind von Deutschland. Ja, also das ist nach wie vor. Was sich verändert hat in den letzten 2-3 Jahren war, dass die Chinesen stolzer auf das geworden sind, was sie sind. Ja, das liegt an dem neuen Präsidenten Xi Jinping, das liegt daran an der Erfolgsstory, die sie geleistet haben, was den Railway-Bau, also den Eisenbahnbau betrifft. Es liegt daran, dass gerade in den im Ostbereich, in den großen Städten entlang des Meeres, einfach eine Stadt nach der anderen in einem Niveau gekommen ist, wo wir manchmal selbst staunen, was da passiert.
Und es liegt aber auch daran, dass wir, ich glaube, und das ist jetzt das, was wir nicht selber mitnehmen müssen, wir haben uns weder in der Schule noch an Universitäten richtig beschäftigt damit, was sind die Strategeme, was hat Konfuzius gelernt. Und andersrum merke ich bei allen unseren chinesischen Mitarbeitern, die wissen sehr wohl, wie Verhandlungstaktik in Deutschland funktioniert, wie wir das machen. Und da kann ich nur ein Stück weit appellieren jetzt wiederum an die Wirtschaft und an die Politik. Wie können wir hier an die Universität, an die Wissenschaft, da müssen wir deutlich mehr investieren. Und dann sind die Chancen riesengroß, weil es ist ja nicht unmachbar, sowas zu lernen. Ja? Und es ist auch nicht unmachbar, Mandarin zu lernen, ja? Aber man muss es machen. Die Zukunft liegt in der Kooperation mit China. Man sollte da jetzt nicht ängstlich, die von beiden Seiten gewünscht sein muss, Kaninchen auf die Schlange schauen. Bloß, was wir realisieren müssen, und da machen wir uns nichts vor, da befinden wir uns auch ein Stück weit im Wettbewerb der politischen und wirtschaftlichen Systeme. Und was der Wirtschaftsminister gerade adressiert hat, dass wir hier als Europäische Union einen Weg finden müssen, auch einen wirtschaftspolitischen Weg, damit professionell umzugehen, das halte ich für ganz zentral für die dort agierenden Unternehmen. Denn, Es wäre verfehlt, jetzt so eine Angstphilosophie aufzutun, was China angeht. Ich will es an einem Beispiel ganz konkret machen, wenn man den Fall KUKA nimmt. Es gibt nicht wenige, das gilt auch für andere Bereiche, nehmen Sie Krauss Maffei, chinesischen Anteilseigner. Wenn Sie mit Mitarbeitern sprechen, selbst mit Betriebsräten, dann kriegen Sie häufig die Antwort in der Frage und in der Alternative, Investment eines strategischen Investors aus China oder der US-Hedgefonds, der nur nach einem Interesse hat, das ganze Unternehmen möglichst schnell zu filettieren, wird der Chinese manchmal sogar positiv gesehen, weil er mit einer Langfriststrategie kommt, weil er mit Geld kommt und häufig auch mit Zugang zu neuen Märkten. Weil es eben auch in den Strategien wunderbar zu finden ist, mach es langsam und dann bist du erfolgreich. Das heißt also auch, nicht wie die Amerikaner, butsch, da gehe ich rein und dann firme ich die Firma um, sondern langsam und wir kriegen es noch gar nicht mit. Also es ist strategisch, Sie haben zuerst von Strategie gesprochen, total spannend. Ich kann bloß jedem empfehlen, lesen Sie sich die Strategie durch, schauen Sie, wie Konfuzius gemacht hat, wie am Ende des Tages Kriegsführung ist und manchmal ist Wirtschaft auch Kriegsführung. Ja. Zum Schluss, meine Herren, in einem Satz, die Zeit ist verflogen in dieser interessanten Diskussion, in einem Satz, der Titel muss seine Entsprechung finden, was ist das Plus an diesem Thema Internationalisierung, politisch betrachtet, Herr Pschierer? Für mich gibt es bei diesem Thema Globalisierung und Internationalisierung einen Plus, über das häufig gar nicht gesprochen wird. In einer Zeit, wo wir jetzt wieder Protektionismus erleben, wünsche ich mir wieder eine Politik, wo die Märkte wieder enger zueinander kommen. Denn Außenwirtschaftspolitik, Internationalisierung ist für mich immer auch ein Stück Friedenspolitik gewesen. Dort, wo Länder etwas gemeinsam zu verlieren haben, überlegt man sich zweimal, ob man sich die Köpfe einschlägt. Und da sind wir leider Gottes, siehe Trump, siehe die Entwicklung im Iran und in anderen Bereichen derzeit leider auf der anderen Spur. Herr Audibert. Also das Plus ist, glaube ich, dass man mittlerweile aus der Forschung sehr gut weiß, dass diverse Teams, also international zusammengewürfelte Teams, in der Produktivität weit über 30% mehr rausbekommen, aus wie wenn ich ein Team habe, das nur aus Deutschen oder aus Bayern besteht. In der Innovationsfähigkeit liegt der Wert sogar noch höher, liegt er bei 34%. Wenn ich dann nochmal anschaue, wie es Agilität, das, was wir gerade im Moment dringend brauchen mit der Digitalisierung, da liegt der Wert bei 28%. Herr Dr. Also, Fleck, wo liegt bei Ihnen das Pluszeichen der Internationalisierung? Also Internationalisierung ist ja eng verknüpft aus ökonomischer Brille mit Globalisierung. Globalisierung ist aus meiner Sicht jedenfalls kein Selbstzweck, sondern gerade weil so in diesen Wochen das Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth eröffnet worden ist, Wohlstand für alle ist das Thema. Eben nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Globus. Und wenn wir das schaffen, dass sozusagen Globalisierung, Internationalisierung, mehr Zusammenarbeit zwischen den Kontinenten, zwischen den Märkten, zwischen den Unternehmen, wenn das ein Stück weit dazu beiträgt, dass das Wohlstandsniveau in unterschiedlichen Märkten sich positiv entwickelt, dann werden wir als Menschen in Zukunft auf dem Globus vielleicht ein besseres Leben haben und weniger Krieg. Und insofern hat die Wirtschaftsentwicklung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit da auch eine ganz wichtige Aufgabe für die Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft. Danke, meine Herren, für diese Einschätzung, für die klaren Worte, für die deutliche Aussprache. Das ist das, was die Bürger auch wollen und brauchen in diesen Zeiten. Danke für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung. Dann wird es digital. Es geht um das Thema IT-Sicherheit. Auf Wiedersehen.